was für. EP, was geht? Alles fit bei dir, hä? Bravo. Alles klar. Die Leute mit der Mucke. Daddy Aina ist am Start. Picasso am Start. Yeah. Ja, geht schon. Ist schon alles okay. Ey, was ab? Lass mich hier um die Ecke gehen. Und sehen meine Ollen, dass ich mit dir rede und so was. Ja. Ey, ich schwöre, ich habe schon wieder so viele Texte geschrieben, ne? Die sind echt fett, glaub mir, ey. Echt jetzt? Bald muss ich endlich mal was aufnehmen. Krass, ja. Ey, hier, hör mal. Echt jetzt? Pass auf, ich zeig dir was. Yeah. Dicker, halt mal dein Maul. Hier komm ich, der krasseste Gangster, yeah. In meiner Stadt, in meinem Viertel. Ich mach's dir alle platt. Ey, Holger. Stopp, Alter, stopp. Hä? Warte, ich muss dir unbedingt noch was von mir zeigen. Ey, Bronco, mach mal's hin, denn. Ja, ey, Holger. Halt die Fresse, du bist zu peinlich zum Reimen. Selbst ein Kind von Oli P. könnte nicht peinlicher sein. Deine Mama im Heim fängt an zu weinen jedes Mal, wenn sie checkt, dass du ihr Sohn bist und es bleiben wirst, bis du verreckst. Aber du Wichser willst es halt nicht verstehen. Jeder kann sehen, dein Problem liegt ganz tief in den Genen. Dein Vater war schon Spaß, jetzt bist du sein Nachfolger, Holger Junior, Spezialist für Augenfolter. Du bist schwul, du bist hässlich, du bist feige, du bist schlecht. Du bist dreckig, lästig, dumm, behindert und niemals im Recht. Du riechst viermal so schlecht wie eine ganze Scheune Schweine. Leute, eine kleine Spende für Shampoo und neue Seife. Man muss begreifen, es ist, als wäre es meine Pflicht. Ohne dass ich etwas tue, fliegt meine Faust in dein Gesicht. Ich weiß, du sagst, du wärst ein krasser Frauenheld und so ein Scheiß, aber zahlst selbst bei deiner Stammnote doppelten Preis. Ey, guck dich doch an, wenn ich das sehe, Mann, dann wird mir endlich klar, warum hier alle gehen, Mann. Du wirst nie Ehemann, weil alle Frauen kotzen, wenn sie dran denken, mit dir in demselben Raum zu hocken. Und ich dachte schon, mich kann nichts mehr schocken. Ich hab schon Bilder gesehen von Pest, Lepra und Pocken. Aber dass sowas möglich wäre, hätte ich nicht gedacht. Trifft man dich auf der Straße, wünscht man sich, es wäre Nacht. Es ist böse und nicht gut, ich meine, ich kann das verstehen. Du leidest bestimmt schon genug unter Aussehen und Leben. Ich könnte dich ja hier stehen lassen und einfach gehen, aber irgendwie macht es mir so einen Spaß, dich leiden zu sehen. Ich schieß, ich treff, du schießt voll daneben. Du gibst zu 1-0 für die Hygiene, so ist es eben. Ich meine, du, was dir gefällt, aber bitte setze niemals Kinder in diese Welt. Ficker.